Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Guten Morgen am Freitag, 7:02 haben wir es. Wie erkenne ich, dass meine kleine Snackgurke auf dem Balkon reif ist, bereit zum Ernten? Das sind Probleme, da glaubst du ja vorher gar nicht, dass du die mal haben würdest, ja? Bis du sie halt hast. Also mein Problem ist, Gurken sind ja von Anfang an grün und bleiben auch grün. Ist ja nicht wie Erdbeeren zum Beispiel. Die sind am Anfang grün, werden dann rot und du weißt, jetzt sind sie reif, Johannes. Ich kann es dir nicht sagen. Für mich war ja sogar neu, dass Gurken außerhalb von Einmachgläsern überhaupt gedeihen können. Aber auf die Schwarmintelligenz ist halt Verlass. Es kam eine Sprachnachricht rein für dich an der 06919 72 5. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist H aus R. Und ja, wegen euren Snackgurken, die sind ja am Anfang gerade. Und wenn die dann leicht geknickt sind, dann sind sie reif. Und dann schmecken sie auch nach Gurke. Wünsche euch einen schönen Tag. Super. Dankeschön, H aus R. Ich hätte ja sonst gesagt Harald aus Rauschenberg, aber er wollte lieber H aus R genannt werden. Ja, natürlich, ja. Aber, guten Morgen. Aber Johannes, weißt du was? Eine ist tatsächlich schon so ein bisschen gekrümmt. Das heißt, ja, die könnte ich jetzt mal ausprobieren. Mutig voran. Ja. Ich werde berichten. Danke für den Tipp. FFH, das Wetter. Heute wird es richtig frühsommerlich und das heißt klarer Himmel, Sonnenschein und auch Wärme. Momentan ist es mild, Temperatur zwischen knappen 10 Grad in Nordhessen und bis zu 17 Grad immerhin im Süden und auch im Rhein-Main-Gebiet. Das geht noch hoch auf bis zu knappe 30 Grad. Also vielleicht kriegen wir die 30 irgendwo im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Südhessen zusammen. Aber auch 26, 27 zum Beispiel in Nordhessen sind heute schön warm. Und zur Sonne gibt es nur ganz, ganz selten mal Regenschauer. Meist bleibt es halt heute einfach nur schön und auch sonnig. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Falls Sie heute Abend Autokorsos sehen, Gehupe hören, ja, dann freuen sich entweder die Türken oder die Italiener aus ihrer Nachbarschaft über den ersten Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft. Wenn es unentschieden ausgeht, hupen vermutlich beide. Heute Abend geht sie los, Eröffnungsspiel der EM Türkei gegen Italien. Damit Sie perfekt informiert ins Turnier starten, gibt es heute bei uns 11 Fakten zur EM, die Sie auch an der Kaffeemaschine garantiert weitererzählen werden. Alle auch bei uns in Web und App zum Nachlesen. FFH-Sportchefin Sonja Pahl. Erstmal guten Morgen zu dir. Guten Morgen. Zum Beispiel die EM, die jetzt 2021 stattfindet, finde ich ja so unfassbar kurios, heißt trotzdem offiziell EM 2020. Warum ist es so? Naja, wie es bei so einem Großereignis halt ist, da werden lange vorher schon die Merchandising-Artikel produziert. Schlüsselanhänger, Poster, Kugelschreiber, die Bierkrüge mit Spielort München drauf zum Beispiel. Aber auch die Plastikbecher fürs Stadion, die Aufkleber für die Busse der Mannschaften. Und die UEFA legt ja viel Wert darauf, dass alles, was mit der EM zu tun hat, dann auch ihren Stempel drauf hat. Ja klar. Da verstehen die auch überhaupt keinen Spaß. Die EM 2020 ist dementsprechend auch eine eingetragene und geschützte Marke. Tja, und das alles umzurüsten, das hätte ja Unsummen gekostet, hätte außerdem jede Menge Müll produziert. Da ist man halt einfach bei 2020 geblieben. Haben übrigens die Olympiamacher in Tokio genauso gemacht. Ja, ist ein bisschen schade, weil es hätten sich viele Studenten über den Job gefreut, mit dem Edding jede einzelne Null hinten in eine Eins umzumalen. Aber okay, nächster Fakt. Bei der Europameisterschaft ist der Mann dabei, der die meisten Instagram-Follower hat, weltweit. Und man ahnt bereits, welcher portugiesische Nationalspieler das wohl sein mag. Hat immer gepflegte Haare, steht immer kerzengerade und heißt Superstar Cristiano Ronaldo. Gegen den spielen unsere Jungs ja auch in der Vorrunde, gleich im zweiten Spiel, heißt der Gegner ja Portugal. Ronaldo hat 296 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal. Zum Vergleich, Schauspieler Dwayne The Rock Johnson ist dahinter mit 244 Millionen. Ja, und unsere deutschen Kicker, ziemlich weit unten. Toni Kroos ist da der Beste mit 27 Millionen. Unser Kevin Trapp übrigens von der Frankfurter Eintracht. Ich sag's einfach nur mal, 1,7 Millionen. Also ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Ja, von Johannes und mir oder von dir, Sonja, wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen, aber gut. Genau. Also wenn es danach geht, hat Portugal auf jeden Fall gewonnen. Aber auf dem Platz ist auf jeden Fall nochmal hoffentlich was anderes.
Du warst ja gestern schon als Reporterin bei Yogis Jungs und einer unserer Fakten, die deutsche Mannschaft hat extra ein Quartier für die EM gebaut bekommen. Ja, wie schon 2014 bei der Weltmeisterschaft, als wir ja den Titel bekommen haben. Ja, Homeground heißt dieses Mal das Quartier. Auf dem Gelände von DFB-Partner Adidas in Herzogenaurach. Mhm. Das ist mitten in Franken. Von oben sieht das Ding aus. Brauchst du einen Lodder-Madeus nicht sagen, wo Herzogenaurach ist? Hätte ich mir denken können. Von oben sieht das Ding aus wie so eine Clubferienanlage. Drei große Hauptgebäude. In der Mitte davon ist ein Swimmingpool und eine große Leinwand, wo die dann gemeinsam Fußball gucken. Übrigens auch gleich heute Abend. Gegenüber davon sind dann in Sichtweite 15 Wohnwürfel aus Holz gebaut. Mhm. Und drumherum so ein bisschen Wald. Ist sehr idyllisch. Riecht auch gut. Ja, also auf jeden Fall auch sehr schöne Bilder. Und jetzt, ich folge ja dem ein oder anderen Nationalspieler und hab da schon sehen können, liebe Sonja, wer mit wem wohnt, ne? Ja, in jedem Würfel wohnen so drei oder vier Spieler. Unser Eintracht-Torwart Kevin Trapp zum Beispiel mit Leon Goretzka. Julia sieht gut aus, ne? Ja. Robin Gosens auch in Ordnung und Thomas Müller, da wird's halt richtig laut, ne? Und lustig, ja. Ja, genau. Die WGs, die wurden übrigens ausgelost und dann wurde wild rumgetauscht. Also so wie beim Weihnachtswichteln. Ja. Willst du nicht lieber da Da? Ja, nun hat ja schon der 54er Weltmeistertrainer Sepp Herberger den berühmten Satz gesagt, 11 Freunde müsst ihr sein. Und auf den ersten Blick, und das ist unser nächster Fakt, müssten wir nach der Vorrunde schon rausfliegen. Das sagen nämlich fast 40% bei unserer Umfrage in Web und App. Ja, die ersten beiden Vorrundengegner sind halt nun mal der Knackpunkt zur EM. Erst spielen wir gegen Weltmeister Frankreich am Dienstag mit dieser unfassbaren Topstar-Quote, die die Franzosen haben. Danach direkt der amtierende Europameister Portugal und die haben ja mal ganz frech gesagt, wir wollen den Titel verteidigen. Also wenn Yogis Jungs das einigermaßen überstehen und sich dann eingeschworen haben, dann kann es natürlich weit gehen, wissen sie beim DFB. Natürlich auch. Olli Bierhoff hat uns gestern so schön gesagt, jetzt ist bei uns Fokus, 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 ja. Es gilt jetzt. Ja, und auf dem Weg zum Titel muss man halt auch jeden schlagen können, ne? So, das war ja ganz schlimm. Jetzt zahle ich irgendwie 2 Euro oder so in die Kasse hier. Alle elf Fakten gibt es für Sie bei uns in Web und App. Und dann hoffen wir mal, liebe Sonja, dass wir nicht direkt nach der Vorrunde raus sind, ne? Alle Tore, alle Infos. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, immer Corona oder Bundestagswahl. Warum wird bei Maybrit Illner oder dem Lanz nicht mal über wichtige Themen diskutiert, wie die Frage Bikini oder Badeanzug? Beim Thema Badeklamotten wärst du ja als Talkgast auf Augenhöhe mit Armin Laschet. Wieso? Jetzt wird's eng. Findest du mich etwa dick? Es gibt bei dir wie bei jeder Talkshow immer ein Pro und Contra. Einmal die 4 und die coole Blümchenbadekappe hier. Momentchen mal bitte. Stefan, ich krieg halt, wenn's warm ist, immer so Eishungerattacken. Denk doch einfach an die goldene Regel, Eis schmilzt schneller als Pfunde. Schlaumeier. Also ein Kilometer ruhiges Schwimmen verbrennt bei einem Mann mit 80 Kilogramm Körpergewicht etwa 320 Kilokalorien pro Kilometer. Das ist mehr, als ein Cheeseburger hat. Ich gehe ins Freibad, um auf der Liegewiese braun zu werden und Pommes zu essen. Anke, du hast halt keine Freibadfigur, sondern eine Figur wie ein Freibad. Hä? Mit einem breiten Becken. Macht 267 Euro, sammeln Sie Noggerpunkte, haben Sie eine Magnum-Card oder sind Sie im Free-Willy-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. Hände hoch, wer liebt Riesenradfahren? Ich. Ja, wenn Sie sagen, ja, ich auch, dann schauen Sie in den nächsten Wochen unbedingt in Gelnhausen vorbei.
Gelnhausen, das ist für mich das Riesenrad-Mekka überhaupt seit meiner Kindheit. Ich bin ja 15 Kilometer davon entfernt aufgewachsen, ja, aber in Bayern. Und da fuhr man nicht so oft nach Hessen. Man hat die Grenze gar nicht gesehen, aber in den Köpfen, sage ich mal. Und wir sind immer nur nach Gelnhausen, ja, wenn dort Schelmenmarkt war, weil da stand ein Riesenrad und darauf war ich total scharf als Kind. Und das Tolle ist, jetzt kann man immer nach Gelnhausen und dort Riesenrad fahren. Das steht da jetzt nämlich ständig ohne Schelmenmarkt drumrum. So fast ein bisschen wie in London. Können Sie sich gerne mal anschauen bei FFH in Web und App. Johannes, dass du dich an diese Szene aus deiner Kindheit noch erinnerst, obwohl schon so lange her ist. Naja, FFH-Reporterin Eva-Maria Lauber durfte eine Runde drehen. Sind wir ein bisschen neidisch drauf. Eva, wie ist es denn? Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Also hier auf dem Obermarkt in Gelnhausen, das ist so ein kleiner Altstadthügel. Ja, da hat man an sich schon eine ganz gute Aussicht, aber jetzt steht hier eben noch dieses Riesenrad drauf bis Ende Juli. Nicht nur, dass man hier Riesenrad fahren kann, sondern man kann im Riesenrad hier auch essen. Also, es geht morgens um 11 schon mit dem Frühstück los. Mittags gibt es dann hier Burger und abends bayerische Schmankerl oder Tapas. Und das alles im Riesenrad mit fantastischer Aussicht. Also, ich gucke hier gerade über ganz Gelnhausen, ganz weit ins Kinzigtal rein, wenn noch so tolles Wetter ist wie heute. Mega. Man muss das alles einen Tag vorher buchen über die Seite vom Stadtmarketing Gelnhausen. Also richtig cooles Angebot, wow, in Gelnhausen. Ein echter Fortschritt. Jetzt gibt es da sogar Essen im Riesenrad. Wow. Ja. Sie können natürlich auch einfach Riesenrad fahren in Gelnhausen, ohne was zu essen und dann ihren Tapas die schöne Barbarossa-Stadt von oben zeigen. Ja. Also das hat schon was. Unsere schönsten regionalen Geschichten, so wie diese hier vom Riesenrad in Gelnhausen und alles, was vor ihrer Tür passiert, gibt es übrigens auch jeden Tag bei FFH in Web und App nochmal zum Nachhören. Also das Beste aus Guten Morgen Hessen im Podcast-Format. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.